Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag und heute mit einem Spezialvideo zum Thema Atomausstieg. Nein, Spaß. Ich will mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Wir haben in der letzten Nacht, heute ist der 16. April, die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in unserem Land abgeschaltet. Wir sitzen auf dem hohen Ross und sind der Meinung, unsere Stromversorgung ist sicher. Wir haben Photovoltaik, wir haben Windenergie und zur größten Not kaufen wir uns halt Atomstrom aus dem Ausland. Hauptsache, wir haben sauberes und reines Gewissen und können das jetzt feiern. Um uns herum werden überall Atomkraftwerke gebaut, in Holland, in Frankreich, in Polen, in Schweden. Ja, aber wir schalten unsere drei hochmodernen Kraftwerke ab. Sind zwar schon gebaut und werden auch sicher betrieben, gibt da so einen Spezialagenten, der aber meint, in der Ukraine ist das alles super und bei uns schalten wir die Dinger mal aus. So, wir werden jetzt dem ganzen Thema Photovoltaik mal auf den Zahn fühlen. Wie ihr wisst, haben wir eine große Solaranlage auf dem Dach. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Dann gehen wir mal die letzten 6 vollen Kalenderjahre von 2017 bis 2022 durch. Gucken uns an, was kann die Anlage produzieren, was kann die Anlage realistisch an Stromverbrauch abdecken, was erzeugt die Anlage, zu welchem Zeitpunkt, damit wir uns einfach mal ein neutrales Bild machen, deswegen auch die letzten 6 Jahre. Ich habe keine Lust, hinterher irgendwie so Sprüche zu hören wie, ja, der hat sich jetzt ein gutes Jahr rausgesucht, der hat sich ein schlechtes Jahr rausgesucht. Nein, wir nehmen jetzt die letzten 6 Jahre, 2017 bis 2022, und dann schauen wir uns das wirklich im Detail mal an. Ich habe das runtergebrochen auf jeden einzelnen Monat. Das werden wir jetzt nicht alles durchgehen. Ich zeige euch die Auswertung. Ich erkläre euch, was ich daraus ablese. Können wir gerne auch in den Kommentaren am Ende zu diskutieren. Aber ich weigere mich, das punktuell zu betrachten. Es gibt ja immer wieder Leute, die im Internet posten, wie toll ihre Anlage an dem Tag gearbeitet hat, wie toll ihr Speicher gefüllt ist mit Sonne, wie schön sie ihr Elektroauto damit laden. Alles bla bla. Lasst euch keinen Scheiß erzählen. Wir werten das jetzt aus. 6 Jahre, 6 volle Kalenderjahre kann ich euch genau nachweisen und zeigen und erklären, wie die Anlage arbeitet, wann ist sie zu verwenden, wann können wir sie in die Tonne hauen und was ist das Gesamtergebnis daraus? Also, wir starten jetzt mal eben mit der Anlage, was die alles kann und wie die verbaut ist. Da ist das gute Stück. 2016 gebaut und in Betrieb genommen. Ursprüngliche Leistung 9,84 Kilowattstunden Peak. 2018 haben wir die unteren linken Solarmodule dazu gebaut. Kann man ganz gut erkennen jetzt. Aktuell hat die Anlage eine Leistung von 11,5 Kilowattstunden Peak. Das bedeutet also jetzt, dass die Anlage theoretisch 11,5 Kilowatt Leistung hat, also 11.500 Watt produzieren kann. Das ist Theorie. Praktisch sind wir bisher noch nicht über 10.000 Watt gekommen. Also die Anlage hat noch nicht mehr als 10 Kilowattstunden produziert. Das können wir hier unten ablesen. An unserem Wechselrichter ist ein Display, da können wir das sehen. Also wenn die richtig powert, schafft die so knappe 10.000 Watt. Mehr sitzt da nicht drin, obwohl sie theoretisch 11.500 können sollte. Ich weiß, dass ihr es sowieso alle wisst, aber der Vollständigkeit halber jetzt an dieser Stelle noch einmal kurz. Wenn ich einen 1000 Watt Strahler eine Stunde lang leuchten lasse, reden wir von einer Kilowattstunde, also 1000 Watt für eine Stunde. Nur damit ihr das besser nachvollziehen könnt, die, die es wissen, haben jetzt weggehört und die, die es nicht wussten, haben jetzt was gelernt. Und jetzt fangen wir mal an, einmal über unseren Stromverbrauch zu sprechen. Also die Anlage ist so ausgelegt, dass sie theoretisch unseren Jahresverbrauch abdecken können sollte, was die Leistungsfähigkeit angeht. So, der Stromverbrauch in unserem Haus lag im Durchschnitt in den letzten 6 Jahren, die wir auswerten, bei etwas über 11.000 Kilowattstunden Strom. Die Anlage hat 11 Kilowattstunden Leistung, sodass sie theoretisch unser Haus mit Strom versorgen können sollte. Theoretisch. So, und bevor sich einer die Frage stellt, die verbrauchen mit 2 Leuten 11.500 Kilowattstunden Strom im Jahr, was ist denn bei denen los? Ja,
normaler 4-Personen-Haushalt wird, glaube ich, auf 4000 Kilowattstunden gerechnet. Wir sind hier zu zweit und brauchen etwas über 11.000. Also, wir haben hinterm Haus ein 18 Meter tiefes Bohrloch. Da fördern wir unser eigenes Brunnenwasser raus mit einer elektrischen Kolbenpumpe. Die pumpt das im Haus in eine Filteranlage, die das Wasser einmal grob filtert, bevor es in unsere Hauswasseranlage kommt. So, hinter mir, diese grüne Kiste brummt gerade so schön vor sich hin. Das ist unsere eigene Kläranlage, die unser verbrauchtes Wasser aus dem Haus aufbereitet, reinigt und hinter mir in unsere Geite, also in den Bach, der hier am Haus entlang läuft, das Abwasser wieder entlässt. Bedeutet also eigene Wasserversorgung, eigene Wasseraufbereitung, eigene Wasserentsorgung. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir brauchen ungefähr 8 Kubikmeter Wasser die Woche. Jetzt stellt sich wieder die Frage, ey, die wohnen da zu zweit und brauchen 8 Kubikmeter Wasser die Woche? Ja, weil wir dieses aufbereitete Wasser auch an unsere Tiere weitergeben. Die Rinder sind ja mittlerweile auch mehr geworden. Nehmen das Wasser, die Schweine im Stall haben die Wasserversorgung, die Enten, die Hühner, die Gänse, alles was da noch so kreucht und fleucht, benutzt unser Wasser aus dem Bohrloch und somit ist mit jedem Wasserverbrauch automatisch auch das Nachpumpen der Anlage, das Auffüllen der Speicher hier enthalten, sodass durch diese Wasserentnahmen wir auf einen wöchentlichen Verbrauch von 8 Kubikmetern kommen. So, die Kläranlage, das Hauswasserwerk, das alles wird nochmal regeneriert nachts, also gereinigt, umgepumpt, wie auch immer man das nennt, sodass wir hier jetzt mit einer eigenen Wasserver- und Entsorgung unterwegs sind. Ihr habt einen Anschluss an die Stadtwerke, ihr habt eine Kläranlage im Hintergrund laufen, machen wir hier alles selbst. Das führt natürlich dazu, Stallbeleuchtung und, dass wir hier auf 11.000 Kilowattstunden Stromverbrauch kommen. Nur für den einen oder anderen, der gerade mit dem Kopf schüttelt und sagt, was ist denn bei denen los? Außer Acht lassen dürfen wir natürlich auch nicht unsere Direktvermarktung. Die ganze Geschichte mit Fleisch, Verpacken, Lagern und so weiter sorgt dafür, dass im Haus 3 Tiefkühlschränke große stehen, plus ein kleiner. Im Hofladen läuft ein Kühlschrank. Also alleine für die Vermarktung an sich läuft hier schon einiges zusätzlich mit, was im normalen Haushalt nicht auftaucht. Also der Stromverbrauch, den wir hier haben, der ist schon nachvollziehbar und den haben wir auch ganz gut im Auge eigentlich. Ich stehe jetzt vor unserem Wechselrichter und jetzt starten wir mal mit der Auswertung der einzelnen Jahre. Ihr werdet euch wundern, was man immer so hört, was Photovoltaik eigentlich kann und was wir jetzt nachweislich zeigen, was Photovoltaik nämlich nicht kann. Ich habe mich jetzt mal in die Küche zurückgezogen, weil draußen ist mir doch zu kalt. Und jetzt kommt ja viel Theorie und das fangen wir jetzt einfach mal an. 2 Sachen vorab. Mich nervt es, wenn irgendjemand behauptet, keine Sonne, kein Strom aus der Photovoltaikanlage. Das ist Quatsch. Die Photovoltaikanlage braucht Licht. Hell, so wie jetzt draußen. Das funktioniert. Da zeige ich euch gleich, was unsere Anlage bei dem Wetter kann. Sie kann nicht viel, aber sie kann auch nicht nichts. So. Genauso nervt mich das, wenn einer anfängt, irgendwelche Fotos oder Bilder zu posten oder im Internet zu zeigen, wie toll seine Anlage wieder arbeitet und wie viel Strom die produziert hat und dass er sein Elektroauto damit geladen hat. Ist auch alles Scheiß, weil am Ende zählt eine gesamte Auswertung der Anlage. Natürlich kann ich mein Elektroauto da mal mit aufladen, das will ich hier gar nicht abstreiten. Aber das ganze Jahr über dauerhaft ein Elektroauto mit einer Photovoltaikanlage zu betreiben, ist und bleibt ein Märchen und sollten wir uns auch nicht erzählen lassen, egal wie verfechterisch man mit der Photovoltaikanlage unterwegs ist oder sein E-Auto feiert oder seine Balkonanlage oder was auch immer feiert, ja, geht davon aus, wir machen jetzt eine neutrale Auswertung, was kann so eine Anlage, wann habe ich Strom, wann nicht und damit geht es jetzt los. Wir starten mit der Jahresübersicht 17 bis 22. So, ich halte das jetzt einfach mal so kurz ins Bild, damit wir es mal eben durchgehen. Also, wir haben eine Gesamtstromerzeugung der Anlage von etwas über 51.000 Kilowattstunden, seht ihr hier. Der Verbrauch unseres Hauses in diesen 6 Jahren lag bei 67.000 Kilowattstunden. Der Eigenverbrauch von den 51 lag bei 17.800 und ein paar kleinen. So.
Im Durchschnitt bedeutet das, wir haben 8.577 Kilowattstunden Strom im Jahr mit der Anlage erzeugt. Wir haben 11.239 Kilowattstunden Strom im Haus verbraucht. Und von dem erzeugten Strom haben wir anteilig 2.971 Kilowattstunden verbraucht, was einer Autarkiequote von 34,7% entspricht. Bedeutet, von dem haben wir 34% verbraucht und den Rest eingespeist. Und ich glaube, eins wird an dieser Stelle schon ganz gut deutlich und ersichtlich. Die Anlage, die eigentlich darauf ausgelegt ist, unser Haus mit Strom zu versorgen, schafft es nicht, unseren Jahresverbrauch zu decken. Da gibt es eine Differenz von knapp 3000 Kilowattstunden, die die Produktion der Anlage unter unserem tatsächlichen Verbrauch liegt. Wenn ich dann noch berücksichtige, dass ich nur einen Teil der produzierten Strommenge überhaupt im Haus verwerten kann, dann wird die Quote im Prinzip noch viel, viel schlechter. Da kommen wir aber später zu, wenn wir die Auswertung Sommer-Winter machen. Jetzt habe ich erstmal den Überblick, habe ich euch den Überblick gezeigt, wie es aussieht. Also, wir können zusammenfassen, die Anlage schafft den Strombedarf des Hauses nicht zu decken und von dem produzierten Strom verwenden wir nur einen Bruchteil. So, das ist jetzt auch wieder so eine in die Masse geschmissene Halbwahrheit, weil interessant wird es jetzt, wenn wir Sommer und Winter auswerten und dann sieht man wirklich, wo der Hasenfuß bei dieser ganzen Geschichte eigentlich liegt. Ich hatte das ja schon eingangs erwähnt, ich habe mir viel Arbeit gemacht und hier seht ihr jetzt eine Übersicht 2017 bis 2022 der einzelnen Monate. Ich habe jetzt jeden Monat auseinandergefriemelt und habe geguckt, was ist in dem Monat von der Anlage erzeugt worden, was haben wir in dem Monat verbraucht und was haben wir von unserem selbst produzierten Strom verbraucht und habe dann hier hinten den Durchschnitt der Monate gerechnet, sodass wir jetzt aus dem Jahr in die einzelnen Monate umswitchen können. Und ich glaube, man sieht hier, und die Aufteilung ist jetzt hier, Winter, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Und unten kommt dann April bis September der Sommer. Und hier kann man, glaube ich, schon ganz gut auf den ersten Blick erkennen, wenn ich jetzt mal den Dezember nehme, wir haben im Schnitt 100 Kilowattstunden in den Monaten erzeugt, aber 1441 im Schnitt gebraucht. So, das bedeutet im Winter wenig Tageslicht, lange Nächte, schafft die Anlage es gerade mal 104 Kilowattstunden Strom im Monat zu erzeugen. Und dann seht ihr auch schon, dass wir hier relativ hohe Anteile verbrauchen, ne? Also hier 98 Kilowattstunden oder 99 Kilowattstunden erzeugt, 82 gebraucht. Da sind die Quoten natürlich extrem geil, weil sobald die Anlage Strom produziert, ich die auf jeden Fall verwenden kann, die erzeugten Kilowattstunden, und dann werden die auch fast zu 100% verwertet. So, und hier jetzt gezeigt, die Monate im Schnitt aus der vorherigen Liste übertragen und hier das Ganze jetzt aufsummiert auf den Winter, aufsummiert auf den Sommer, sodass wir jetzt gleich mal auseinanderdividieren, wie gut ist die Anlage eigentlich, wenn ich im Haus viel Strom brauche, sprich hier, und wie gut ist die Anlage eigentlich im Sommer, wenn ich wenig Strom im Haus brauche. Und das gilt es jetzt auseinanderzurechnen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend. Nein, Spaß. Aber damit ihr nicht die ganze Zeit hier auf diese dämlichen Zettel gucken müsst, machen wir da jetzt einen kleinen Vortrag raus. Aber es geht recht schnell, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich euch hier stundenlang zuquatsche. Meine Frau haut auch schon ab. Also, wir haben im Winter zwischen Oktober und März im Schnitt 2000 Kilowattstunden Stromerzeugung im Monat. 6500 Kilowattstunden brauchen wir im Monat, sodass sich da alleine schon eine Differenz von 4500 Kilowattstunden ergibt. Wenn ich jetzt überlege, dass ich von dem erzeugten Strom, von den 2000 Kilowatt, lediglich die Hälfte, 1092 Kilowattstunden Strom brauche, kommen wir auf eine echt schlechte Ausbeute der Anlage, weil von den 6500 kommen lediglich 1000 aus unserer eigenen Anlage, der Rest kommt aus dem Netz, also 5500 Kilowattstunden Strom im Monat muss ich im Winter im Durchschnitt aus dem Netz beziehen. Im Sommer sieht das Ganze natürlich komplett anders aus. Da
Da kann die Anlage 6.726 Kilowattstunden Strom im Monat erzeugen im Schnitt. 4.600 davon brauche ich selber. Genau. Und von den 6.700 verbrauchen wir knapp 1.975, also 2.000 Kilowattstunden Strom selber. So, da ist das Ergebnis dann, im Sommer ziehe ich ungefähr 2.500 Kilowattstunden pro Monat aus dem Netz, im Sommer 5.500 Kilowattstunden. Das bedeutet, die Ausbeute der Anlage ist okay, aber nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hurra, wir können unseren Stromverbrauch hier im Haus selber decken, wir brauchen keinen Netzbezug. Und darum geht es am Ende. Wenn wir permanent hören, wir haben Photovoltaikanlagen und decken damit unseren Stromverbrauch, dann ist das nur zum Teil richtig. Ich hatte ja gerade schon mal eben gesagt, ich hasse es, wenn einer sagt, keine Sonne, kein Strom. Wir haben auch jetzt Stromerzeugung. Im Hintergrund hört ihr unsere Spülmaschine, die läuft. Das haben wir umgestellt. Wir haben ja, wie ihr in dem ersten Bild, Foto, Zettel, Auswertungsgedönse gesehen habt, mittlerweile eine Autarkiequote von 39%. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir viele Sachen im Haus umgestellt. Diana guckt jetzt halt nach der Stromerzeugung der Anlage und macht dann die Waschmaschine tagsüber an und nicht mehr abends. Der Wäschetrockner läuft tagsüber. Die Spülmaschine läuft tagsüber. Alles, was man steuern kann, was man halt entsprechend planen kann, wird jetzt dann gemacht, wenn die Sonne scheint und die Anlage Strom produziert. Das Backhaus wird mit einer Elektroheizung geheizt. Wir sind ja jetzt auch gerade auf dem Trip. Wir brauchen unbedingt Wärmepumpen, um elektrisch über unsere regenerativen Energien zu heizen. Alles richtig, aber trotz Elektroheizung und vielen Änderungen im Haus schaffen wir wirklich nicht mehr als 39% unseres Stromes selber zu verwerten. Auch wenn Diana jetzt im Hintergrund hier rumläuft und uns mit Lärm belästigt, weil sie anfängt zu kochen, machen wir jetzt mal ein kurzes Fazit zu diesem Thema Photovoltaik und kann die Anlage eigentlich das, was wir alle brauchen? Darum geht es ja am Ende. Es geht ja nicht darum, was wünschen wir uns, sondern ist die Anlage realistisch einzusetzen? Und da muss ich euch sagen, nein, ist sie nicht. Im Winter, wenn wir viel Strom brauchen, kann die Anlage nichts. Und im Sommer, wenn wir wenig Strom brauchen, kann die Anlage galaktisch viel. Aber im Mittel passt so eine Anlage auf einem privaten Hausdach, und da kommen wir jetzt am Ende zum Thema, auf einem privaten Haushalt nicht zu dem, was uns die Politik immer verspricht, wie toll doch eine Photovoltaikanlage ist. Ja? Wir haben gesehen, selbst übers Jahr hinweg kann die Anlage unseren Stromverbrauch im Haus trotz großer Ausführung der Anlage nicht decken, annähernd nicht decken. Und immer dann, wenn wir Strom produzieren, müssen wir gucken, können wir den im Haus verwenden, ja oder nein. Im Winter funktioniert das gut, da haben wir teilweise Autarkiequoten von 80-90%, weil das bisschen, was aus der Anlage raustropft, direkt im Haus verbraucht wird. Im Sommer kriegen wir die Mengen gar nicht verarbeitet. Und natürlich könnt ihr jetzt ankommen und sagen, ja, dann bau doch einen Speicher ein, du Vogel. Da muss ich sagen, ja, wie groß soll der denn sein? Weil ich muss ja theoretisch den ganzen Sommer über sammeln, damit ich das, was mir im Winter fehlt, verbrauchen kann. Komplett utopisch. Letztendlich bedeutet es nichts anderes, als wir brauchen immer noch ein stabiles Stromnetz, was uns in Hochverbrauchszeiten versorgt, und wenn wir in einer Verbrauchszeit sind, wo wir alle wenig brauchen und die Sonne scheint und der Wind weht, wissen wir am Ende gar nicht, wohin mit unserem ganzen Strom. So, dieses Thema sollte mal zuerst geregelt werden, bevor wir hier in die Luft springen und sagen, wir bauen immer mehr Photovoltaik- und Windenergieanlagen, weil wir brauchen einen gewissen Mindestverbrauch. Immer dieses Thema Grundlast wird ja immer wieder zugrunde gelegt. Und das ist auch so. Im Winter wissen wir, dass wir viel Strom brauchen. Im Sommer wissen wir, dass wir wenig Strom brauchen. Darauf kann man sich einstellen. Die Natur mit Sonne und Wind wird das ganz egal sein. Die werden einfach sagen, heute ist pustig, heute gibt es viel Wind und viel Strom aus Windenergie. Ob wir den brauchen oder nicht, spielt keine Rolle. Und heute ist kein Licht, heute ist kein Wind und wir brauchen viel Strom. Und wo kommt es dann her? Aber wir leisten uns ja die Arroganz zu sagen, wir können unsere Kraftwerke abschalten. Kraftwerke kann ich hoch und runter fahren, die kann ich steuern.
Wind und Sonne kann ich nicht steuern und trotzdem verlassen wir uns darauf. Ich glaube, dass unsere Zahlen klar gezeigt haben, das ist eine Milchmädchenrechnung. Mir braucht auch keiner kommen mit, ich habe eine Solaranlage gebaut, damit ich mein Elektroauto laden kann. Bullshit, soll die Scheiße sein lassen, uns so Mist zu erzählen. Ja, ich hasse es auch, wenn gefeiert wird, wie viel eine Anlage am Tag erzeugt. Dann muss auch am Ende gezeigt werden, wie wenig eine Anlage kann, wenn ich viel Strom brauche. Also dieses ganze Hin- und Hergemache mit, wir sind die Tollsten oder wir sind die Schlimmsten, lassen wir jetzt mal außen vor. Wir haben eine klare Auswertung gemacht, über 6 Jahre verteilt, in der ganz klar ersichtlich ist, im Winter taucht Photovoltaik nichts, im Sommer ist es super. Jetzt können wir uns überlegen, fahren wir nur noch im Sommer E-Autos und lassen sie im Winter stehen? Oder wie verteilen wir den kleinen bisschen Strom, der aus Photovoltaik entsteht? Windenergie kann ich nicht auswerten, da haben wir keine Zahlen und keine Möglichkeiten dazu. Aber ich denke, für Photovoltaik haben wir jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, wie so eine Anlage funktioniert, wann wir mit der Anlage rechnen können und wann wir mit der Anlage nicht rechnen können. Und solange wir der Meinung sind, wir müssen zuverlässige Kraftwerke ausschalten und uns auf was auch immer in der Stromversorgung verlassen, kann ich nur sagen, gute Nacht da draußen, weil irgendwann gehen dann am Ende doch unsere Lichter aus und dann sitzen wir im Dunkeln. Und wenn meine Frau da jetzt auf dem Herd rumdrückt, dann wird sie das demnächst vergeblich tun, wenn wir keinen Strom mehr haben und ich kriege nichts zu essen. Was ein Mist. Also, wir sind am Ende unserer Auswertung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt gefunden habt. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Ich habe das bestimmt 3-mal angefangen, das Video, weil ich immer zu viel gequatscht habe. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Jetzt mal eine ganz neutrale, aus meiner Sicht neutrale Auswertung der Photovoltaik-Geschichte. Und ja, spiegelt mir mal zurück, wie ihr das seht, was ihr da für eine Einstellung zu habt, ob ihr auch eine Photovoltaikanlage betreibt. Vielleicht habt ihr sogar eine Windkraftanlage und könnt zu dem Thema was sagen. Aber am Ende glaube ich, der natürliche, vernünftige, nachvollziehbare Mix wird es machen und nicht ein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. So, sondern wir müssen halt gucken, dass wir das wirklich klimaneutral hinbekommen. Vielleicht zum Ende noch mal eben ein paar Begrifflichkeiten. Klimaneutral, Klimawandel, klimaschädlich. Wir müssen das Klima retten. Geht mir alles auf den Sack, weil es immer nur um wir müssen alles anders machen geht. Natürlich verändert sich unser Klima. Aber hängt das wirklich mit dem CO2-Ausstoß zusammen? Ich bin kein Klimaleugner. Ich bin auch kein Querdenker. Aber am Ende müssen wir uns doch wirklich mal fragen, wer hat denn von diesem ganzen Thema was? Wer hat denn von diesem ganzen Wärmepumpen-Drama was? Wer hat denn von diesem ganzen, wir müssen E-Autos kaufen, was? Ja, ist das wirklich alles nötig? Müssen wir uns das wirklich alles antun? Oder reicht es nicht, wenn wir bei uns anfangen, einfach mal zu schauen, was können wir für uns selber ändern? Können wir unsere Gewohnheiten anpassen? Können wir unser Verhalten, was die Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln angeht, anpassen? Es soll jetzt nicht heißen, Photovoltaikanlagen sind scheiße. Unsere Anlage hat 38 Tonnen CO2 gespart. Durch unsere Anlage sind 38 Tonnen CO2 nicht entstanden. So, das auf ganz Deutschland und auf alle Haushalte rumgebrochen, die mit einer Photovoltaikanlage arbeiten. Haben wir richtig was gekonnt. Ja, aber da müssen wir nicht Kohlekraftwerke anstellen, um das Ganze, was wir erreicht haben, hier wieder kaputt zu machen, weil man denkt, man muss aus ideologischen Gründen jetzt Atomkraftwerke abschalten. Ihr könnt auch direkt mit dem Arsch was umschmeißen, was wir gerade vorne rum aufgebaut haben. Alles eine super Idee, aber bringt uns am Ende nicht weiter. So, und damit sind wir jetzt am Ende. Ich denke, ich habe euch genug zugelabert. Ich würde jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Vergesst das Abo nicht. Schreibt einen Kommentar. Daumen nach oben. Alles, was geht. Und dann bis nächsten Sonntag. Tschüss. So, wer jetzt mein vieles Gequatsche ertragen hat und wer bis zum Schluss dran geblieben ist, der kriegt jetzt von mir noch einen kurzen Einblick in die App. Hier seht ihr jetzt, hier geht es um unsere Anlage. Wir produzieren aktuell mit der Anlage 670 Watt Leistung.
Das Haus braucht 668 Watt Leistung. Wir schaffen es also sage und schreibe, gerade eben noch 3 Watt einzuspeisen. Jetzt ändert sich das. Das ist ja halt immer davon abhängig, was braucht das Haus gerade, was produziert die Anlage. Ihr seht, das springt immer hin und her. Und hier unten könnt ihr jetzt sehen, wir haben eine Autarkiequote von 100% und einen Eigenverbrauch von 94%. Das liegt jetzt daran, 95, weil wir jetzt gerade was einspeisen. Ja, also da ist jetzt klar, 97% des Stroms verbrauchen wir selber, den Rest speisen wir ein. So sieht es gerade aktuell aus. So, Michael, danke für deinen Kommentar. Und hier unten seht ihr jetzt halt die entsprechenden Spitzen. Wann hat die Anlage Strom produziert? Hier jetzt ein Überblick über das, was die Anlage kann, was die Anlage heute erzeugt hat. So, und jetzt gehen wir hier oben mal auf Historie. Da sind wir jetzt wieder im heutigen Tag. Hier findet ihr die Zahlen gerade wieder, die wir gesehen haben. 8,4 kW Gesamterzeugung, 34,6 kW Gesamtverbrauch heute. Wir haben 6,6 kW selber verbraucht, 79%. Wir haben 28 Kilowattstunden Netzbezug aus dem Netz. Und da könnt ihr schon ganz gut sehen, wir verbrauchen relativ viel Strom, der gerade produziert wird selber. Hier seht ihr das hier unten. Rot ist der Stromverbrauch, den wir aus dem Netz ziehen. Grün ist die Erzeugung und grau ist das, was wir selber verbrauchen. So, und wenn wir jetzt hier oben wieder auf die Übersicht klicken, da, dann seht ihr gerade, wie sich das immer so ein bisschen die Waage hält. Produktion, Hausverbrauch. Jetzt sind wir bei 100% Eigenverbrauch und 97% Autarkie, weil wir jetzt gerade ein bisschen was aus dem Netz beziehen. Also wir sind nicht autark, aber verbrauchen unseren Strom halt selbst. Das ist das, was wir die ganze Zeit hier immer besprochen haben. Und hier habe ich jetzt auch die ganzen Zahlen her. Hier in der Historie kann ich jetzt hier oben zum Beispiel auf die Jahresüberblicke gehen. Nicht auf Gesamt, auf den Jahresüberblick. Und kann mir dann hier oben die einzelnen Jahre aufzeigen lassen. Ja, das ist immer, wenn man fuchtelige Finger hat. So, hier sind wir jetzt bei 2023. Und so, na komm schon. Habe ich das dann ausgewertet, einmal jetzt auf die Jahre runtergebrochen und hier dann am Ende auf die Monate runtergebrochen. Und so haben wir die Zahlen ermittelt. Also alles wirklich nachvollziehbare Zahlen aus unserer Anlage, wo man wirklich sagen kann, wie sieht das in den einzelnen Monaten aus, seht ihr jetzt hier unten. Hier können wir genau sehen, was haben wir für eine Stromerzeugung gehabt, was haben wir für einen Verbrauch im Haus gehabt. Hier unten dann den Netzbezug. Es ist alles nachvollziehbar. Und wer da Fragen hat, kann sich gerne bei uns melden. Jetzt habt ihr noch schnell zum Schluss die App gesehen. Damit war es das aber auch. Und wie hat Peter Lustig immer früher so schön gesagt, ihr könnt jetzt abschalten.